Moin Leute, im heutigen Video zeige ich euch Tipps und Tricks zur Pedalmontage. Die Pedalmontage klingt erstmal grundsätzlich ganz einfach, aber man kann trotzdem einiges falsch machen. Angefangen zum Beispiel damit, auf der rechten Seite hat man bei der Pedale ein Rechtsgewinde und auf der linken Seite hat man ein Linksgewinde. Also man bekommt die rechte Pedale nicht in die linke Seite rein. Bekommt man schon, aber dann geht die Kurbel kaputt. Um das zu verhindern, zeige ich euch, worauf man bei den Pedalen achten kann, woran man sieht, welche Pedale in welche Seite kommt. So, ich zeige euch jetzt mal, wo ihr die Unterschiede seht bei den Pedalen, ob die rechts oder links hinkommen. Hier bei den Loose Riders Pedalen zum Beispiel steht ein R für rechts und ein L für links drauf. Hat man das nicht auf der Pedale stehen, dann hat man immer eine Einkerbung. Und die Einkerbung ist immer auf der linken Seite. Das heißt, die Pedale mit den Einkerbungen kommt immer nach links, ohne Einkerbung immer nach rechts. Bei Pedalherstellern immer unterschiedlich. Manchmal hat man die Einkerbung in dem Sechskant, manchmal vorne in dem Flansch, das ist immer unterschiedlich. Aber Einkerbung kommt nach links. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr die Pedale korrekt montiert. So, bei der Pedalmontage ist dann im Prinzip wichtig, dass man das Gewinde einfettet, beziehungsweise man kann auch ein bisschen Fett hier in die Kurbel machen oder auf die Pedale ein bisschen was machen. Einfach wichtig, dass sie nicht irgendwann anfangen zu knacken. Dann habe ich hier noch eine Pedalunterlegscheibe und da kann man schön in der Kurbel sehen, dass hier eine Einkerbung ist, wo man die reinsetzt. Wenn man da vorher ein bisschen Fett drauf macht, dann hält die auch ganz gut. Und dann ist im Prinzip nur noch wichtig, dass man die Pedale gerade ansetzt. Und wenn man merkt, das ist leichtgängig, schraubt man die Pedale rein und hinterher gut festziehen, dass sie sich nicht bei der Fahrt löst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingspedal ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.